So, hallo Freunde von All for Motion. Heute bin ich bei, ich weiß nicht so genau, ich glaube bei Tesla. Wir werden dieses Goldstück gleich fahren und mal ausgiebig testen. Der Patrick ist dabei, der macht so ein paar Aufnahmen. Und das ist praktisch Vollausstattung, bis auf die 21 Zoll Felgen ist hier wirklich alles mit on board. Ich werde auch den Insane-Modus mal so ein bisschen rausdrücken, wenn ich darf, wenn ich kann. Da fährt nämlich jemand mit, der mir sagt, was ich machen darf und was nicht. Deswegen lasst euch überraschen, bleibt dran und wir sehen uns am Ende nochmal. Und das ist jetzt ein Allrad, würde man sich für den Heckantrieb entscheiden, ja? Dann würde quasi der zweite Elektromotor hier verschwinden, ja? Und hätten wir quasi ein ganzes Loch bis hinten durch. Okay. Und also auch hier schon mal eine größere Tasche reinpacken. So. Jetzt kommt schon mit da hinten, da ist eigentlich noch was. Das ist die Kofferraum Nummer 2. Ja. Rückwand können Sie runterklappen. Okay. Und hier haben Sie nochmal ein zweites Ablagedach. Also Stauraum haben Sie hier genug. Definitiv. Ja. So, jetzt haben wir noch was. Und laden tun Sie hier. Aber gut versteckt. Und grundsätzlich gibt es vier Lademöglichkeiten. Erstens gäbe es die normale Steckdose. Okay. Dann braucht ihr, also im schlechtesten Fall, wenn die ganze Batterie leer ist, 36 Stunden. Dann gibt es die Möglichkeit Starkstrom 16 Ampere, 8 Stunden. Starkstrom mit 32 Ampere, da wäre aber ein kleiner Umbau im Fahrzeug notwendig, 4 Stunden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit den Superchargern. Schon mal was davon gehört? Die von Tesla. Genau, es gibt Schnellladestationen von Tesla an der Autobahn. Stehen, sage ich mal, alle 150 Kilometer voneinander entfernt, immer 8 Ladesäulen. Da können Sie kostenlos laden und in einer halben Stunde ungefähr haben Sie 70%, 80% geladen. Wow! Okay, krass. Ich habe ja schon viel gehört und Bilder gesehen, aber wenn man selber drin sitzt, ist schon richtig krass, oder? Soll ich Ihnen ein bisschen was erzählen? Ja, auf jeden Fall. So, fange ich mal ein bisschen so an. So sieht das Startbildschirm aus. Ja? Das ist ein Splitscreen. Und so sieht es quasi das Menü aus, wenn Sie das Fahrzeug starten. Und hier unten links, da steuern Sie alle Fahrzeugfunktionen. Also ich klicke einfach hier drauf. Dann sagen Sie zum Beispiel, okay, Sonnendach. Läuft quasi alles per Touch. Dann haben Sie hier noch die Federung. Ja? Hier können Sie die Höhe des Fahrzeugs bestimmen. Macht er automatisch. Sobald Sie es aber manuell machen, merkt er sich fürs nächste Mal per GPS. Okay. Heißt quasi, wenn Sie eine schräge Garageeinfahrt haben und Sie fahren davor sehr hoch, dann weiß er das. Genau, okay. Macht das jedes Mal auch wieder. Dann gäbe es noch bei Fahren die Möglichkeit, Voreinstellungen vorzunehmen. Wir haben jetzt hier bei Lenkmodus Sport, der ist jetzt relativ straff eingestellt. Okay. Und bei Beschleunigung können Sie wählen zwischen Sport oder von Sinnen. Bei Sport haben Sie etwas mehr als 400 PS und bei von Sinnen die 772 PS, die von 0 auf 100 anliegen. Alles klar. Okay. Dann gäbe es noch den Kriechmodus. Hier rollt er an wie eine Automatik, sobald Sie die Bremse loslassen. Und noch das regenerative Bremssystem. Und das heißt einfach, sobald Sie vom Gaspedal gehen, ja, fängt der Wagen an zu rekuperieren. Sprich, er gewinnt über den Elektromotor Energie zurück. Und das ist relativ stark. Und wenn Sie das während der Fahrt stören sollte, sagen Sie einfach Bescheid, dann kann man das auf niedrig stellen. Dann rollt er ein bisschen mehr aus. Okay. Okay? Aber ich lasse mal am Anfang für den auf stark. Ja, ja. Wie die Lexus von uns. Ist das so, ja? Ja. Die bremsen auch relativ
Das stimmt. Gut mit. Und sonst, Sie sehen, die ganze Bedienung ist eigentlich nur noch per Touch. Okay. Die ganze Heizung und so weiter. Läuft alles per Touch. Wahnsinn. Auch hier Lichter und so weiter, das machen wir alles per Touch. Hier gehen Sie wieder raus. Hier unten ist die Klimaanlage. Können wir auch gleich mal anschalten. Und hier haben Sie Lautstärke fürs Radio. Können Sie aber auch hier beeinflussen. Und das hier ist das Navigationssystem. Das machen Sie unten links größer. Und da haben Sie auch die Wahl zwischen Google Earth oder Google Maps. So, und jetzt mal schauen hier auf der Karte. Ich mache mal die Karte ein bisschen größer. Das sind die sogenannten Supercharger auf der Autobahn. Ja? Und an jedem roten Punkt haben Sie 6 bis 10 Ladesäulen, wo Sie kostenlos laden können. Und jedes Mal, wenn Sie eine Route eingeben, die ein bisschen weiter weg ist, sucht sich das Navi die Route automatisch entlang der Autobahn an den Supercharger entlang und sagt Ihnen auch, wie lange Sie mindestens laden müssen pro Ladestation. Okay. Also jetzt sagen Hamburg, zeigt Ihnen wahrscheinlich 3 auf dem Weg an und sagt Station 1 20 Minuten, Station 2 25 Minuten, Station 3 20 Minuten. Und dann können Sie durchfahren. Und so fahren Sie quasi auf Weitstrecke. Die Internetflat ist ja auch beim Kauf mit drin, wo den... Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also hier ist das SIM-Card eingebaut, Tesla übernimmt die Kosten. Mhm. Sie haben europaweit Internetzugriff und über das Internet haben Sie immer das aktuelle Kartenmaterial. Alles klar. Jetzt zeige ich noch was. Diesen Screen hier oben, den können Sie immer so ein bisschen anpassen. Sie können sagen hier Bluetooth, Rückfahrkamera oder Internet. Und das ist quasi auch praktisch kostenlos für Sie, europaweit. Was vielleicht auch sehr wichtig ist, wenn Sie jetzt hier auf dieses Mediasymbol klicken, da können Sie wählen zwischen normalem Radio, Spotify oder TuneIn Radio, also Internetradio ist gut. Ist auch alles kostenlos. Ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr ins Büro, ich habe einfach. Super geil. So, jetzt drücken Sie mal kurz die Bremse, dann zeige ich noch was. Unten rechts sehen Sie die Gänge, die steuern Sie mit dem Hebel hier. Ja. Und also wie bei Mercedes-Benz, ganz unten ist D, ganz oben ist R. Und hier rechts in dieser Anzeige, das ist Ihr Energieverbrauch. Okay. Und sobald Sie vom Gaspedal gehen, wird weiter rechts eine orangene Säule erscheinen. Die geht jetzt um die 400 herum. Und das ist das, was Sie verbrauchen. Also je mehr Gas Sie geben, desto mehr verbrauchen Sie auch. Und Sie können maximal verbrauchen 515 Kilowatt. Das sind diese 7 PS. Und sobald Sie vom Gaspedal gehen, wird dieser Balken grün und geht rechts nach unten. Das ist das, was Sie reingewinnen. Und reingewinnen können Sie über Elektromotor bis zu 60 Kilowatt. Alles klar. Das ist viel. Okay. Unten links haben Sie eine Akkuanzeige, 204 Kilometer. Mhm. Hier ist ganz normal Blinker, links, rechts. Ja. Mit Scheibenwischer. Und hier unten ist der Tempomat. Gut. Okay? Wahnsinn. Alles klar. Sitzposition ist bei Ihnen okay? Ja, aktuell fühle ich mich... Ja, komm an alles ran. Okay, und der Lenkertür ist auch okay? Wunderbar. Alles klar, gut, dann schalte ich mich kurz an. Stehen. Wenn ich zu weit nach rechts komme und zu weit nach links, was ich als normaler Fahrer in der Perspektive vielleicht nicht unbedingt sofort merke, zeigt er mir es hier. Das ist alles cool, solange das richtig funktioniert. Sag ich mal. Nein, also das muss man ja auch klar sehen, wenn die Autos mal 10, 15 Jahre alt sind, sag ich mal, wie es dann ist mit der ganzen Elektrik an Bord. Das stimmt, aber da kann ich leider noch keine Aussage treffen. Ist klar, gibt's noch nicht. Ja, ja. Wobei man sagen muss, der Tesla Roadster ist ja schon eine Spur älter. Das funktioniert ja relativ gut. Wobei ich sagen muss... Das ist eine ganz andere Generation. Genau, genau. Wobei ich hier auch sagen muss, die Elektronik an sich... Wissen Sie, wenn Sie jetzt eine S-Klasse nehmen oder BMW 7, ist auch nicht auch so viel Elektronik. Selbstverständlich, das ist bei jedem neuen Auto... Ich kriege das halt von den neuen Mercedes viel mit durch die Werkstatt, dass da die wo jetzt 3, 4 Jahre alt sind, dass da dann langsam die Elektronikprobleme anfangen. So, vom ersten Eindruck ist gut. Total gut. Also sehr leise. Ja, und auch vom Fahrkomfort her. Also es ist super entspannt. Ich bin noch nie so entspannt heute. Jetzt mal ein bisschen fester aus Gaspedal drücken, da merken Sie auch, der hat schon richtig Power dahinter. Das ist schon geil. Also das ist schon. Aber das ist jetzt Topmodell. Das ist Topmodell, aber ich habe es runtergedrosselt auf Sport. Ja. Das ist quasi, er fährt jetzt mit ungefähr ca. 400 PS an. Kriege ich das kleine Modell, was jetzt kommt, auch mit dem Antrieb? kann ich es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke, da wird es auch mehrere Abstufungen geben. Also vielleicht eine kleine Variante geben, eine mittlere und eine ganz große, über die wir auch. Und
Ja, kostet aber wahrscheinlich dementsprechend auch seinen Preis. Ja gut, aber ich sag mal, wenn das Ding eine Nummer kleiner ist und auch 700 PS hat, dann... Abwarten, was kommt, oder? Könntest du mir gut vorstellen. Und für den Preis halt 700 PS zu kriegen, schon schlagbar. Ja, klar. Wobei es halt bei Model S ja auch so ist. Also wenn man die für mehr Leistung zahlt, man ja auch mehr. Natürlich, klar. Bei Model 3 wird es genauso sein. Also natürlich, das muss, also ja, zahlt man ja überall. Ob ich bei BMW ein M will oder bei Mercedes ein AMG, da zahlt man mehr. Aber im Verhältnis, was man kriegt, sage ich mal, ist das natürlich schon beeindruckend. Also wenn ich mir so ein Ding hole, ich gehe nicht mehr ins Büro. Ich stehe auf, gehe aus dem Haus, setze mich ins Auto. Und bleib vor der Haustür stehen. Bleib vor der Haustür stehen, schau auf mein Zeug und geh wieder weg. Was zeigt ihr mir denn dann mit diesen Kegeln an, dass ich zu weit rechts bin oder dass ich da Gegenstände habe? Also es ist so, er versucht jetzt links und rechts die Fahrstreifen zu scannen und den Vordermann. Den sehen Sie ja auch auf dem Bild. Mhm. Und wenn er die gescannt hat, können Sie theoretisch den Autopilot aktivieren. Heißt quasi, dass das Fahrzeug komplett selbst lenkt. Nein. Nein? Nein. Also das Fahrzeug fährt dann quasi, sag ich mal, komplett, also teilautonom auf der Landstraße und Autobahn. Und selbst wenn er die Streifen links und rechts nicht erkennt, würde er sich am Vordermann orientieren. Klar, wenn der gegen Baum fährt, fahren wir auch gegen Baum, aber das ist davon geht nicht aus. Sehr beruhigend. Sehr ausgereifte Technik. Okay. Bei dem Fahrzeug hier bekommen Sie immer wieder Software. Das ist kostenlos, genauso wie dieses Autopilot, das kann auch alles besoffen werden, kostenlos. Und dann erlernt das Fahrzeug neue Funktionen. Spotify war zum Beispiel so eine Sache, die wir per Software kostenlos bekommen haben. Rückwärts und seitwärts einparken. Herbeirufen, dass Sie das Auto aus einer Parklücke mit dem Handy herausholen können, dass Sie auch. Sie können ihn sobald Sie wollen nach vorne rollen lassen. Das können wir schon? Ja. Das ist cool. Das müssen wir nachher mal machen. Das glaube ich irgendwie. Echt keine Sorgen machen, aus der Lücke rauszukommen. Ist echt brutal. Selber auch Tesla? Ja, also ich nutze die oft geschäftlich. Aha. Aber. Aber keinen eigenen privat, oder? Nein, das nicht. Vielleicht ein Model I, wenn's gut. Ja, das ist ja auch, also. Dieses Modell S, das muss man sich halt auch ehrlich gesagt leisten können. Ja, klar, so ist es. Auch wenn man bei einem Tesla arbeitet, heißt das nicht automatisch, dass... Stimmt, ja. Ich meine, ich kann froh sein, dass ich die geschäftlich nutze, aber... Ja, ja, klar. Also... Ja, aber Model 3, das könnte ich mir gut vorstellen, also... Ich habe nur zum Olli gesagt, nachdem ich den DB11 gefahren bin, ich brauche den DB11. Ja. Heute komme ich zurück ins Büro und sage, wie sieht's aus mit dem Model S? Okay. Das ist gut. Cool, dass er dir jetzt die Dings anzeigt im Display, dass Scheinwerfer an sind und so. Und das Gute auch rechts und links, ja. Und er zeigt mir wirklich 1:1 an, als es verschwunden. Wenn man studiert hat, okay. Das ist das. Und zweitens, dass man schon Vertriebserfahrung hat, wenn möglich im Automobilbereich. Okay. Und ich habe vorher 2 Praktika gemacht bei Daimler, Mercedes-Benz. Kannst du mal ganz kurz zeigen, was hinter uns los ist? Also dieser LKW,
möchte, wie man hier sieht, auf uns drauf fahren. Ich fühle mich bedroht. Zählt das dann auch an, dass du 2005 war? Bist du dann auch selber schuld? Nee, wenn der drauf fährt. Nein, wenn der drauf fährt, natürlich nicht. Das ist ja voll cool. Ja. Wozu brauche ich den Rückspiegel? Ja. Was ist da passiert? Ich guck schon gar nicht mehr auf die Straße. Dann mach's wieder aus. So ein bisschen. Wir sind es lieber? Sie können aber auch vorwärts, das wie Sie möchten. Ja, mir ist wurscht. So, fahren wir noch ein Stück nach rückwärts, dann parken wir genau hinter dem Mercedes. Alles klar. Also Hebel ganz nach oben. Nein, quasi. Ja, ja, schon. Ich mag die Kamera. Also der hat auch einen 360-Grad-Winkel unten drunter, der zeigt ihn auch in Zentimetern den Platz her. Das ist geil. Ach, jetzt aber nicht. Nur beim Rückwärtsfahren. Doch, wobei. Ich zeig Ihnen gerade warum. Ich komme mal kurz nach vorne. Mhm. Das will ich nicht wundern. Er zeigt sie noch hier vorne links hin. Ah, okay. Fahren Sie noch ein Stück auf. So, jetzt lüfte mich kurz raus. Jetzt fahren Sie ruhig noch ein Stück auf. Keine Sorge. Genau, sehen Sie es? Hm? Krass, Zentimeter. Mhm. Und um zu stoppen, ist einfach einmal hier drauf drücken auf den Knopf. Wie bei Mercedes. Genau.